Damen und Herren Abgeordnete, werte Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Schloss zu Alt-Ranf zu unserer vierten Sitzung des zeitweiligen Ausschusses zur Zukunftsentwicklung des Freilichtmuseums Alt-Ranf. Ich begrüße neben den Gästen natürlich das Büro für Landschaftskommunikation, Herrn Kenneth Anders und Herrn Fischer. Ich begrüße die Vertreter des Fördervereins Museum, begrüße den Landrat Traditionsverein, den Bürgermeister von Bad Freienwalde, Herr Lehmann, herzlich begrüßt, den Tourismus GmbH-Chef und Freienwalderinnen und Freienwalder, Herr Weger, als Kreistagsabgeordneter, der sich heute die Ehre gibt, als Gast teilzunehmen. Ja, ja, machen wir schon nur was. Die Gästeliste auf der Rückseite. Ja, kurz bevor wir zum öffentlichen Sitzungsteil und zur Geschäftsordnung übergehen, zum organisatorischen Teil, da vielleicht ein paar neue Gesichter dabei sind, neigen Sie sich bitte alles, was Sie verzehrt haben, insbesondere das Getrunkene, nach Abschluss der Veranstaltung bitte vorne, wenn wird, entsprechend abrechnen. Sowohl die kalten Getränke als auch die heißen Getränke. Kommen wir zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Lage. Ich gehe davon aus, dass ein Abgeordneter fristgemäß die Einladung mit den entsprechenden Tagesordnungspunkten zugegangen ist. Sollte das bei irgendjemandem nicht der Fall sein, dann bitte ich das jetzt anzuzeigen. Ich kann das nicht feststellen, insofern ist die Ordnungsmäßigkeit der Ladung gegeben. Entschuldigung, ich begrüße natürlich auch aus der Kreisverwaltung Herrn Tobias Seifert, den Pressesprecher und Amtsleiter für Schulverwaltungssport und im Moment für den allerwichtigsten Bereich, nämlich das Freilichtmuseum Alt-Ranf. Kommen wir zu der Entscheidung über Einwendung gegen die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 28.04. Schriftliche Einwendungen sind mir nicht bekannt. Gibt es Einwendungen jetzt mündlicher Art? Auch das kann ich nicht feststellen. Damit ist die Ordnungsmäßigkeit der Niederschrift bestätigt. Kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung. Aus der Einladung sind die Tagesordnungspunkte ersichtlich. Gibt es Wünsche hinsichtlich Veränderung, Ergänzung, Zusätze, wie denn auch immer, dann bitte ich das jetzt seitens der Abgeordneten zu tun. Das ist nicht der Fall. Dann lassen Sie uns bitte die Tagesordnung abstimmen. Wer mit der Tagesordnung in dieser Form einverstanden ist, den bitte ich kurz um das Handzeichen. Das war, glaube ich, einstimmig. Dankeschön. Kommen wir zur Feststellung von Eilausschließungsgründen gemäß § 22 Brandenburgischen Kommunalverfassung. Sollte sich also jemand bei einem Tagesordnungspunkt für befangen halten, hierzu bitte ich Herrn Kenneth Anders vom Büro für Landschaftskommunikation das Wort zu nehmen. Bitte, Herr Anders, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Grundmann, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Gäste. Ich habe ja schon mehrfach hier gestanden und gesprochen. Diesmal habe ich Folgendes vor. Ich will Ihnen natürlich den Sachstand geben, aber gleichzeitig auch quasi von Ihnen ein Feedback einholen. Und zwar dergestalt, dass Sie ja im Juli eine Kreistagssitzung haben werden, bei der das Freilichtmuseum Alt-Ranf Gegenstand sein wird und möglicherweise ich selber vorher ein paar Worte sagen soll zu diesem zu dem Sachstand. Ich habe Ihnen selber mal Thesen ausgedruckt zum Mitnehmen, die jetzt vorzutragen wäre viel zu lang und das wird eben auch im Kreistag nicht möglich sein, das auszuführen, diese 10 Seiten. Und deswegen habe ich das mal anders strukturiert und würde Ihnen das so vortragen, ungefähr so, wie ich es dann auch in Selo machen würde. Und einfach Sie um Ihr Feedback bitten, ob das verständlich ist und natürlich auch um Rückfragen in Bezug auf die Sache. Ich habe das Ganze strukturiert entlang von 10 Fragen, die landläufig immer sehr häufig gestellt werden und die den Sachstand einfach wiedergeben sollen. Und fange jetzt einfach an und würde Sie bitten, einfach nachzuhaken, dann nachzufragen und mir auch zu spiegeln, ob das einigermaßen verständlich und einsichtig ist.
wer die Auftraggeber sind und welche Aufgabenbereiche wir verfolgen, führe ich jetzt nicht aus. Das ist Ihnen ja bekannt und sollte aber dann im Kreistag auch nochmal gesagt werden. Zum Ersten nochmal die Frage, wie wird eigentlich gearbeitet? Wie gehen wir an die Sache ran? Wir führen Gespräche mit sehr vielen Akteuren, natürlich auch vor allen Dingen mit sehr vielen politischen Akteuren, schreiben darüber Protokolle und stimmen das, was sich daraus ergibt, nach und nach immer wieder ab, sodass nach und nach Prozesse Gestalt annehmen können. Neubeginn heißt, alle fangen neu an. Dieses Jugendteam ist uns sehr wichtig und tatsächlich ist das auch sehr wichtig, damit dieser Prozess Kultur bekommt, dass man sagen muss, alle Karten gehören auf den Tisch. Was will wer für das Museum leisten und einbringen? Nicht alle legen ihre Karten auf den Tisch. Es ist manchmal auch schwierig, die Interessenlagen tatsächlich freizugeben. Viele haben eine Meinung, aber nicht alle sozusagen sind in der Lage, auf der Ebene so zu arbeiten. Es ist ein schrittweiser Klärungsprozess und jetzt nach einem halben Jahr zeichnen sich auch die ersten Konturen ab. Eine Frage, die sehr häufig kommt, mit der ich fast täglich konfrontiert werde, ist, sieht es gut aus oder schlecht aus für die Zukunft des Museums? Und da kann man ganz einfach sagen, das haben wir eigentlich nicht zu beurteilen. Denn am Ende ist es in der Sache, in der Hand des Kreistages zu entscheiden, was wir vorlegen, ist eigentlich nur ein Vorschlag. Und der gibt einen gewissen Gesprächsstand wieder, einen Diskussionsstand, den wir in der Steuerungsgruppe haben. Und deswegen hat es auch das Einvernehmen des Landrats zum Beispiel oder die fachliche Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes und des Landes Brandenburg. Aber am Ende ist es Sache des Kreistages, das zu entscheiden. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb wir immer so vorsichtig damit sind, das zu beurteilen. Denn am Ende müssen Sie das beurteilen und müssen es auch in Ihren Fraktionen quasi dann einvernehmen herstellen. Und sofern Sie das möchten, dass wir an der politischen Willensbildung teilnehmen, würden wir das natürlich tun. Aber in erster Linie gehen wir davon aus, dass das nicht unsere Sache ist. Und was noch sehr wichtig ist, ist, dass die jetzigen Entscheidungen für eine fünfjährige Transformationsphase gelten. Und dass wir dafür die Unterstützung der Kulturstiftung erhoffen. In diesen 5 Jahren geht es eigentlich darum, Vertrauen aufzubauen, Zukunft zu erarbeiten. Und spätestens nach 5 Jahren, denke ich, müssen wir nochmal auf die Sache schauen und gucken, ob die Region so eine Einrichtung haben will. Für wen soll das Museum da sein? Da habe ich ja letztens schon mal kurz was dazu gesagt, weil diese Frage auch immer wieder kommt. Und man muss ganz klar sagen, alle Ebenen, auf denen wir uns hier bewegen, haben ihr Recht. Die dörfliche Ebene ist unerlässlich. Sie muss bespielt werden für ein Funktionieren dieser Einrichtung. Denn nur wenn wir Kooperationen im Dorf haben, wenn wir Dorfentwicklung haben durch das Museum und gemeinsame Projekte und Feste haben, kann so ein In-Situ-Projekt auch gelingen. Die städtische Ebene ist genauso wichtig. Da werden wir nachher noch darauf kommen. Es ist ein touristischer Hotspot und ich denke, für eine Kurstadt wie Bad Freienwalde ist es auch eine sehr wichtige Stadt-Land-Brücke. Und deswegen ist auch diese Ebene unbedingt ernst zu nehmen. Die regionale Ebene, darüber machen wir uns ja sehr viel Gedanken, weil wir glauben, dass ländliche Räume etwas brauchen, wie eine regionale landschaftliche Kultur und eine Bildung der eigenen Zivilgesellschaft, die ist ganz zentraler Arbeitsgegenstand des Museums. Und natürlich gibt es eine überregionale Ebene im Bereich Tourismus, im Bereich fachlich-kultureller Partner und Einrichtungen in ganz Europa. Welche Aufgaben soll das Museum haben? Auch das ist natürlich eine ganz zentrale Frage, über die ich am liebsten spreche, aber ich habe versucht, das hier ganz kurz zu machen. Wir wollen es mal zweigeteilt betrachten, einmal als Museum. Wir nennen es ein Werk und Schauraum regionaler Identität. Und das hat was mit ländlichem Leben zu tun, hier in dieser Region, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist uns sehr wichtig, dass wir uns abarbeiten an Fragestellungen, was eigentlich ländliches Leben in dieser Zeit, in der Gegenwart und in Zukunft ausmacht. Ländliches Leben wird nicht unbedingt nur definiert durch bestimmte Gebrauchsgegenstände und Techniken. Diese Dinge verändern sich. Und wir brauchen sie auf der Objektebene, um uns zu erinnern, wie ländliches Leben einst war. Aber es gibt andere Merkmale, von denen wir hoffen, dass wir sie erhalten können. Und nicht mal das ist sicher. Es ist zum einen die geringere soziale Segregation. Jedes Dorf hat Arme und Reiche immer gehabt. Und das unterscheidet Dörfer von Städten, die quasi diese Bereiche sehr streng voneinander teilen, von großen Städten jedenfalls. Wir haben mehr Selbstverantwortung in der Daseinsvorsorge. Das macht das ländliche Leben aus. Deswegen haben wir freiwillige Feuerwehren und haben wir in Ballungsräumen Berufsfeuerwehren. Und wir haben eine enge Beziehung zu den Grundlagen unseres Lebens, zu Wasser und Boden, durch die tägliche Bewirtschaftung. Und überall, wo diese Merkmale verblassen, verblasst auch das Ländliche. Und wir glauben aber, es sind Strukturmerkmale, die uns dabei helfen, diese Frage aus der Vergangenheit auch in die Zukunft zu richten. Als Kulturinstitution stellen wir uns natürlich vor, das haben wir schon häufig gesagt, dass Altranft eine Einrichtung ist,
die Kulturkooperation und Bildung im Oderbruch organisiert und unterstützt. Einmal durch die Ebene Europäisches Kulturerbe, das Projekt, zu dem sich der Landschaftstag entschlossen hat und das gemeinsam mit ganz, ganz vielen Partnern in der Region dazu führen soll, dass dieser Kulturraum als ein besonders geprägter und eigenartiger und besonders schöner und wertvoller Raum auch nach außen sich präsentieren kann und begreift. Durch ein Netzwerk landschaftlicher Bildung, bei dem wir Schulen dabei unterstützen wollen, den Raumbezug in der eigenen, in den Curricula zu stärken und durch Jahresthemen in der Landschaft die zentrale Fragestellung dieser Region aufwerfen. Handwerk wäre das nächste Jahresthema, darüber hinaus Landwirtschaft ganz klar, Wasser, Kirchen, alles Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und natürlich ist es auch ein Infopunkt für all jene, die in dem Kulturerbe-Projekt zum Beispiel nachher eine Rolle spielen. Also die Heimatstuben, die Akteure in verschiedenen Dörfern im ganzen Oderbruch, die sollen von Altranft auch gezielt zu diesen Menschen hingelenkt werden und eingeladen werden, das Oderbruch aufzugeben. Auch wichtige Frage, wird am Modell Freilichtmuseum festgehalten? Da haben wir tatsächlich auch in der Steuerungsgruppe unterschiedliche Standpunkte. Und ich möchte das jetzt eigentlich nicht abschließend beantworten, denn was wir einräumen müssen, ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Bestand ist genauso wichtig wie ein klares Zeichen eines Neubeginns. Deswegen denken wir, dieser Museumsverein, den wir vorgeschlagen haben zu gründen, sollte diese Entscheidung letztlich treffen unter seinen Mitgliedern und sagen, unter welchem Leitbild wollen wir starten. Aber die inhaltliche Frage ist doch sehr wichtig, nämlich gelingt die Schaffung einer Freiraumqualität in Altranft? Ist dieses Leitbild wirklich erfüllbar, wie wir es, wenn wir das Wort Freilichtmuseum hören, anhand von vielen anderen Einrichtungen vor Augen haben? Ist das realistisch? Darüber müssen wir reden. Zur Trägerschaft haben wir hier in dieser Runde schon mehrfach gesprochen. Wir schlagen einen Museumsverein Altranft vor, der juristische und natürliche Personen als Mitglieder hat, der in den nächsten 2 Jahren einen geschäftsführenden Vorstand hat mit einer Assistenz und eine finanzielle Grundausstattung durch den Landkreis und eine finanzielle Beteiligung durch die Stadt Bad Freienwalde erhoffen kann. Hoffentlich, wir werden dazu noch was hören. Der Geschäftsbetrieb muss auch ohne die Mittel der Kulturstiftung des Bundes abgesichert sein. Sonst bringen wir das Geld nicht und sonst bräuchten wir das auch nicht machen. Es hat keinen Sinn, wenn wir sozusagen Lückenfinanzierung über solche Projektmittel einwerben, sondern das Modell muss gerade sein, dass die Vitalität ausreicht, um immer wieder auch zusätzliche Projekte einwerben zu können. Und wir gehen zunächst davon aus, dass das das Modell ist für diese nächsten 5 Jahre und sich danach dann zeigt, ob es so bleiben kann oder ob man das nochmal verändern muss. Eine zentrale Frage, die übrigens gerade von haushälterischer Seite immer wieder kommt und die auch berechtigt ist, wie soll man denn bei diesen begrenzten Ressourcen, wenn man sie denn erhalten kann, überhaupt Entwicklung und Wachstum des Museums gewährleisten? Das ist eine tatsächlich wichtige Frage, denn ein ganz wichtiger Zankapfel war ja immer das Geld, von dem immer klar war, es reicht nicht. Wir denken eben zum einen, dass bestimmte Entscheidungen nötig sind, gerade quasi auch an der Korrektur, dass man mit dem Geld, das ja sozusagen verhältnismäßig, gemessen an anderen Kulturzuschüssen, die es hier gibt, in dem Landkreis doch relativ viel ist, wie man daraus etwas machen kann. Wir glauben außerdem, der Museumsverein muss sich überlegen, wie er sein Beschäftigungsprofil gestaltet. Wir haben im letzten Jahr eine Kulturanalyse gemacht hier im Mittelbereich Freienwalde und festgestellt, dass es ein sehr großes Gefälle zwischen den verschiedenen Kulturakteuren gibt, jenen, die öffentliche Mittel bekommen und jenen, die ehrenamtlich oder freiberuflich arbeiten. Und wir glauben, dieses Gefälle muss abgebaut werden und denken auch eigentlich darüber nach, in diesem Programmbereich eher Teilstellen einzurichten, die man mit Projekten ergänzen kann, sodass die Mitarbeiter auch den Anreiz haben, selber aktiv solche Dinge zu machen. Wir glauben auch, dass wir die Unterstützung der Stadt Bad Freienwalde brauchen, um Luft zu bekommen für die nächsten Jahre und das Museum so umzubauen, dass es wieder quasi sich weiterentwickeln und wachsen kann. Wir wollen außerdem einen Kooperationsfonds uns quasi absparen, der es möglich macht, in der Region Partner zu binden, Eigenanteile reinzugeben in gemeinsame Projekte, die man einwerfen kann und also somit auch Anreize zu schaffen für andere, mit uns zu kooperieren. Und das ist auch eigentlich ein Auftrag gewesen von vornherein, dieser Studie, die wir hier machen, oder der Konzeption, dass ein gewisser Umverteilungsaspekt hin in die regionale Kultur damit verbunden sein muss. Ja, und wir brauchen dann natürlich eine breite zivilgesellschaftliche Basis. Der Verein muss Unterstützer werben und diese Unterstützer können dann auch im Museum privilegiert werden. Er muss Eigeneinnahmen erzielen. Das kennen die Mitarbeiter des Museums. Das ist das Geschäft, das nicht vermeidbar ist.
Was soll sich konkret und sofort ändern? Wir haben in diesen Thesen, die wir da vorgelegt haben, eine Reihe von Vorschlägen dazu gemacht, die den Eingangsbereich betreffen, die den Umgang mit der Dauerausstellung betreffen, wo wir vorschlagen, diese Interieursausstellungen, die sehr geschlossen sind, eher zu einem Ausstellungsraum zu machen, in dem man sich in Beziehung setzen kann zu gegenwärtigen Themen, was eigentlich heißt, man muss tatsächlich sie teilweise öffnen, man muss Platz schaffen, damit man mit aktiven Ausstellungen, mit wechselnden Ausstellungen in diese Räume zusätzlich mit hineinkommt. Und wir schlagen auch vor, dass die Mitarbeiter des Museums nicht im Schloss arbeiten, sondern in der Schneiderstraße in Altranft arbeiten, damit die Schwellen in das Dorf abgesenkt werden und es sozusagen auch ein Signal gibt, dass jeder eingeladen ist, jederzeit rein und raus zu gehen, Fragen zu stellen, Anregungen zu machen und so weiter. Auch die Museumspädagogik, denken wir, braucht nochmal eine Überarbeitung. Wir möchten aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht so viel darüber sagen, weil wir da erst noch einen ausstehenden Workshop mit Frau Hafenmann haben. Es wurde immer wieder die Regionalisierung dieser Einrichtung in Aussicht gestellt von uns. Was soll man sich darunter vorstellen? Das habe ich eigentlich schon genannt. Das sind die Jahresthemen, mit denen wir sehr viele Kulturakteure einladen wollen, uns sich mit einem Thema einzulassen und das begleitend auch mit uns durchzuführen. Wir würden im nächsten Jahr sehr gerne das Jahresthema für Brandenburg Handwerk aufgreifen und das eben nicht nur mit Künstlern und Heimatstuben im Oderbruch durchführen, sondern eben auch mit Handwerkern ihre Probleme verhandeln. Was heißt es heute, Handwerker zu sein in dieser Situation? Das Kulturerbe Oderbruch als ein Netzwerk an Erzählern aufbauen, wofür wir hier in Altranft einen Ausstellungsraum bräuchten, in dem man sehen kann, wie dieses Kulturerbe aussieht, woraus es sich zusammensetzt und dieses Netzwerk landschaftlicher Bildung mit einem Museumsklassenzimmer und dieser Arbeit im Raumbezug in den Curricula. Das hat auch schon ganz gut Gestalt angenommen. Wir haben ziemlich intensive Vorgespräche dazu jetzt geführt und es gibt auch einige Schulen und Bildungseinrichtungen, die bereit sind, tatsächlich an diesem Netzwerk mitzuwirken. Zum touristischen Infopunkt habe ich auch schon was gesagt. Letzte Frage, denke ich, ja, wie soll man denn eigentlich so ein komplexes Konzept umsetzen? Ist das nicht viel zu viel? Wir denken, wir haben einen sehr guten Partner in der Kulturstiftung des Bundes, nicht nur uns finanziell, sondern auch fachlich zu begleiten. Wir gehen natürlich davon aus, dass diese Bausteine, die ich Ihnen jetzt hier ein paar Vorschläge vorgestellt habe, in die Museumsstruktur eingehen und die Handschrift des Museums prägen. Wir arbeiten im Moment intensiv daran, einen Beirat zu definieren, der in der Lage ist, diese programmatische Arbeit zu begleiten und auch bestimmte Schlüsselentscheidungen zu treffen, zum Beispiel, welche Jahresthemen sollen im nächsten Jahr stattfinden. Und dann denken wir eben, es ist wichtig, dass eine Arbeitsgruppe in Verantwortung tritt. Die hat natürlich eine interne Hierarchie, aber es ist wichtig, dass sie als Team auch auftritt und für jedermann ansprechbar ist. Gerne berichten wir regelmäßig vor dem Kreistag über das, was wir erreicht haben oder nicht erreicht haben, sofern der Kreistag sich entscheidet, diesen Weg mitzugehen. Mit einem Blick auf die Fassade eines der Altranfter Schmiede danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Anders, für die Ausführungen. Bitte, meine Damen und Herren Abgeordnete, Sie haben das Wort für Nachfragen, Meinungen, Positionen. Ich kann das so jetzt ad hoc nicht feststellen. Und nur einfach mal. Nein, aber das, was auf jeden Fall kommt, was Sie auch angesprochen haben, bei den anderen, sage ich jetzt mal, die an diesem Prozess des Sonderausschusses oder des zeitweiligen Ausschusses nicht beteiligt sind, ist natürlich immer das Thema des Geldes. Es spielt eine Rolle. In jeder Diskussion, die zum zum Freilichtmuseum Altranft führt, spielt natürlich das Geld eine Rolle. Insofern wäre es sicherlich auch wichtig, dass dazu dann im Kreistag schon Äußerungen getroffen werden können. Sie haben ja angedeutet, dass da etwas in Vorbereitung ist und ich sag mal, das, was ich erwarte, dass wir keine Zustimmung erhalten, sage ich jetzt auch einfach in dem Raum, wenn es jetzt erstmal über die bisher zur Verfügung gestellte Summe geht. Also da muss man dann schon Gründe anführen, die profund sind und die mit Überzeugung noch einhergehen, wenn wir in die Zukunft schauen. Also ich glaube, wir müssen jetzt erstmal relativ solide
Ich weiß, dass es immer ekelhaft ist und dass es jede kreative Phase zerstört, aber am Geld hängt nun mal alles und dann muss jetzt dann auch schon im Juni so etwas wie eine Vorausschau gegeben werden. Ich glaube, das ist für die anderen Kreistagsabgeordneten, auch die vielleicht gar nicht hier in der Region so verankert sind. Und jetzt hört man ja doch endlich heraus, da könnten die Berlin-Nahen sagen, Mensch, Kinder, ist das jetzt für uns tatsächlich so interessant und ist es uns das wert? Genau die Fragen müssen wir dann beantworten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dazu ins Gespräch kommt. Sonst fachlich, inhaltlich, glaube ich, kann man das nachvollziehen. Aber es wird bei vielen diese Fragezeichen Geld nicht mit Dollar, aber mit Euro im Kopf aufregen. Vielleicht, ich würde gerne dazu zwei Sätze sagen. Die Steuerungsgruppe in der vergangenen Woche hat sich ja intensiv auch mit dieser Thematik befasst und in der Steuerungsgruppe ist seitens des Landrates die finanzielle Hausnummer genannt worden. Die kann man nur in der Runde nennen. Das ist von einem Jahreszuschuss seitens der Verwaltung, das ist die Vorstellung der Verwaltung, vorbehaltlich, dass der Kreistag dem zustimmt, von 400.000 Euro die Rede. Wir haben in der Gruppe der Steuerungs- oder in der Runde der Steuerungsgruppe, der auch ein Vertreter der Kulturstiftung des Bundes anzugehen gehabt und auch dem habe ich die Frage gestellt, wie sich denn der Zuschuss quantifizieren lässt. Und er hat zwar, also einfach keine sehr konkrete Antwort gegeben, aber er hat zumindest gesagt, die Förderbereiche bewegen sich zwischen 1 und 3 Millionen. Da unser Projekt zu den kleineren, also für den gesamten Förderzeitraum von 5 Jahren, da unser Projekt zu den etwas kleineren oder zu den kleineren zu zählen ist, kann man sich ja so in etwa einordnen und in etwa wissen, in welcher Größenordnung für die 5 Jahre seitens der Kulturstiftung des Bundes für sehr konkrete Projekte auszugehen ist. Und wir haben ja heute noch die Gelegenheit zu hören, wie der Chef der Verwaltung der Stadt Bad Freienwalde, unser Bürgermeister Herr Lehmann, sich die Mitwirkung im Konkreten vorstellt. Herr Kenneth Anders ist ja in seinen Ausführungen mehrfach darauf eingegangen und vielleicht lässt sich der Verwaltungschef heute schon dazu hinweisen, zu sagen, wie zumindest seitens der Verwaltung die Vorstellungen sind für ein finanzielles Mitengagement am Freilichtmuseum Altranf. Natürlich immer auch hier unter dem Vorbehalt dessen, dass die Stadtverordnetenversammlung dem dann natürlich das entsprechende Votum erteilen muss. So viel vielleicht zu dieser sehr konkreten Frage. Zumindest in Teilen, doch können wir heute schon eine konkrete Antwort geben, nicht in allen Teilen. Weil natürlich auch der Kreistag ist das Gremium, was hierzu die Entscheidung zu treffen hat. Ja, weitere Fragen? Ja, bitte, Achim Fiedler. Dr. Anders hat mich eine ganz die Frage gestellt, ob das, was Sie vortragen, dann auch letztendlich im Kreistag so vorgetragen werden kann. Ich denke, da kann man unter Einbeziehung der Fragen, die vorhin gestellt haben, natürlich auch, würde ich sagen, ja. Das ist zunächst erstmal soweit auch für Außenstehende nachvollziehbar. Natürlich mit der Chance, entsprechende Fragen zu stellen. Die kann natürlich auch in den Fraktionen dazu verständigen und sozusagen den Arbeitsstand auch in dieser Art und Weise weitergeben. Und ich sage mal, die regelmäßige Berichterstattung vor dem Kreistag durch den Ausschussvorsitzenden hat ja auch dazu beigetragen, dass man zumindest einigermaßen im Stoff steht, ohne jetzt die Details zu kennen, die wir hier vorliegen. Aber ich denke, in der Richtung, wie Sie es vorgetragen haben, sollte gut sein. Danke. Ja, bitte. Vielleicht doch nochmal dieses Material anders kriegen, dass die anderen Abgeordneten auch. Das entscheiden Sie. Ich hielte es für vernünftig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Sie auch hier den das umfangreiche Material bekommen. Ob es jetzt schon zu dem Zeitpunkt sein muss, ist die Fragestellung. Aber
Steuerungsgruppe auch. Also zumindest meine persönliche Meinung würde ich gerne mit dazu einladen. Aus meiner Sicht, denke ich, wäre es vielleicht, also hinlänglich ist jetzt in Bezug auf die Abgeordneten des Kreistages vielleicht ein blödes Wort, aber vielleicht wäre es auch wegen der Übersichtlichkeit durchaus ausreichend, wenn das, was der Anders hier im Thesen vorgestellt hat, in etwas komprimierter Form den Abgeordneten übergeben wird. Aber wenn wir der Meinung sind, das gesamte Material zu übergeben, dann tun wir das zusammen mit der Einlage der Verständigung. Das ist nicht die Frage. Aber eine persönliche Meinung ist mir aufgestanden. So, ja, dann. Also ich habe ja den Versuch gemacht, das in komprimierter Weise als Teil der Beschlussvorlage sozusagen zuzuarbeiten. Jetzt ist die Frage, ob man noch eine Zwischenform macht. Wichtig ist halt, also glauben Sie, dass es der Sache dient, weil es recht umfangreich ist? Und es muss einem klar sein, deswegen gibt es auch diesen Vorsatz, dass sich dieses Papier alle zwei Wochen verändert. Denn wir kriegen Feedback und arbeiten eigentlich ständig daran weiter. Also es gibt Leute, die sagen, das geht überhaupt nicht und an der Stelle müsst ihr dieses und jenes beachten, es ist ein Gesprächsangebot. Dann würde ich davon absehen. Ja, aber ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie es sich durchlesen. Weil ich denke, die Vorstellungen, die wir erarbeitet haben, die werden doch prägnant. Hallo, Hin. Ja. Und ich würde es auch richtig finden, wenn die, die hier im Ausschuss sind, dieses Material haben und aber auch das, was sie hier vorgezeigt haben. Weil wir werden das ja zum Gegenstand von Fraktionssitzungen machen, wo wir die Fraktionskollegen schon vorbereiten können. Dass man so mal das, was jetzt Dr. Anders hier vorgetragen hat, in verkürzter Form, das schon mal angedacht ist, dass nicht zum allerersten Mal dann während der Sitzung das zum Lernen kriegen. Und ich glaube, das ist zumindest bei uns eine wichtige Sache, dass wir das auf die Art und Weise mal gezielt einführen. Und dann ist es immer ganz schön, wenn man auf Rückfragen vielleicht nochmal nachgucken kann und sagen, halt, zu dem Punkt kann man hier nochmal nachgucken. Du gehst jetzt davon aus, das, was Herr Anders vorgetragen hat, für jeden Abgeordneten des zentralen Ausschusses? Ja. Okay. Ja. Ja. Weitere Bemerkungen, Wortmeldungen? Dann kann ich das für den Moment nicht feststellen. Ich bedanke mich bei Kenneth Anders und bei Herrn Lars Fischer, da Sie beide ja hoffentlich bis zum Schluss der Sitzung weiter unser Gast sind. Wenn sich zwischenzeitlich Fragen ergeben, können wir natürlich immer wieder an Ihre Begrüßung zurück. Danke. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, der da lautet: Mitwirkung der Stadt Bad Freienwalde an der Neuausrichtung des Freilichtmuseums Alt-Ranft aus Sicht der Stadtverwaltung Bad Freienwalde. Hierzu nochmal herzlich begrüßt Herr Lehmann, Bürgermeister der Stadt Bad Freienwalde. Wir haben uns im Vorfeld so abgestimmt, das heute in der Form und hier so zu tun. Herr Lehmann, Sie haben das Wort. Wir haben es ja beide mit Bedacht gewählt, die Ankündigung zum Tagesordnungspunkt, dass die Mitwirkung der Stadt Bad Freienwalde aus Sicht der Stadtverwaltung nur zurzeit dargestellt werden kann. Wir haben folgende Beschlusslage. Grundsätzlich ist die Stadtverwaltungsversammlung dafür und hat uns als Verwaltung beauftragt, uns für den Erhalt des Freilichtmuseums und des Schlosses Freienwalde einzusetzen. Und darüber hinaus gibt es noch keine verbindlichen weiteren Beschlüsse, die eine finanzielle Beteiligung zum Inhalt haben. Aber es gibt Vorgespräche dazu. Und ich hatte auch in den Vorbetrachtungen schon im letzten Jahr immer wieder gesagt, die Stadt Bad Freienwalde muss sich finanziell beteiligen, wenn wir diese Einrichtung erhalten wollen. Und ich möchte mal die Worte zum einen von Dr. Anders aufgreifen und die Thesen der Kulturstiftung des Bundes. Ich würde da nur ganz kurz ausdrucksweise für uns nochmal zum Verständnis das in Erinnerung rufen, warum die Kulturstiftung des Bundes möglicherweise den Raum in Märkisch-Oderland oder Bad Freienwalde mit dem Freilichtmuseum Alt-Ranft es als Modelleinrichtung mit unterstützen will. Sie gehen davon aus, dass man sich mit Mut von althergebrachten Strukturen und Zuständigkeiten verabschieden sollte, aber auch gleichzeitig Kommunen und Landkreise darin unterstützen sollen, neue Modelle zu finden, ein zeitgemäßes Kulturangebot erhalten zu können. Das ist eine These, auch eine Grundvoraussetzung für das Förderprogramm der Kulturstiftung des Bundes. Und dieses neue Förderprogramm soll den beteiligten Modellregionen für 3 bis 5 Jahre die Möglichkeit geben, neue Arbeitsformen
und Kooperationen in ausgewählten Kulturinstitutionen zu entwickeln, zu erproben und idealerweise dauerhaft zu implementieren. Voraussetzung hierfür ist eine aktive Beteiligung der beteiligten Kommunen, Landkreise und Länder. Und das hat uns veranlasst zu sagen, als Stadt Bad Freiwalde, als Verwaltung, jawohl, wir wollen, dass das Freilichtmuseum Altramp erhalten bleibt. Wir machen zurzeit eine Analyse der aktuellen Besucherzahlen in den letzten 3 Jahren. Ich darf Ihnen verraten, das ist kein Geheimnis, Freilichtmuseum Altramp hat die meisten Besucherzahlen in der Stadt Bad Freiwalde als touristische Einrichtung mit Abstand. In etwa gleiche Zahlen, aber nicht als touristische Einrichtung, ist unser Freibad. Also lassen wir es weg. Die anderen Einrichtungen haben vielleicht halb so viel Besucherzahlen, die wir natürlich auch steigern wollen. Wir wissen aber auch, dass die Besucherzahlen des Freilichtmuseums schon um ein Drittel höher waren. Dass sie zurzeit stagnieren, mit leichten Steigerungen in den letzten 3 Jahren. Aber wir sehen die Potenziale, das hat auch das Gutachten ja ergeben, das vom Landkreis in Auftrag gegeben wurde, dass dort hier die meisten Potenziale enthalten sind im Freilichtmuseum Altramp. Unser Vorschlag könnte lauten, ausgehend von den Förderbedingungen der Kulturstiftung des Bundes, wenn es darum geht, diesen 10%igen Eigenanteil für die Projektförderung zu bekommen, diesen auch aufzubringen. Das muss die Stadt Bad Freiwalde versuchen, leisten zu können. Ich sage das sehr selbstbewusst vor dem Hintergrund der soliden finanziellen Situation der Stadt Bad Freiwalde, die wir gegenwärtig haben, trotz des Fehlbetrages im Haushaltsjahr 2005. Wir versuchen auch immer wieder zu bremsen nach den Begehrlichkeiten. Wir wissen ja, sobald die Verwaltung, ob nur Kreis oder Land oder Kommune, sagen, jawohl, uns geht's gut, sind die Begehrlichkeiten da, die Anträge kommen in Größenordnung. Das schmutzelt gerade jemand vom Kreistag. Ja, das ist das. Nicht mehr. Ja, das ist so ein Punkt, wo wir dann natürlich auch mal eine Radwanderung haben. Aber dennoch wird das unser Vorschlag auch an die Kommunalpolitik sein und wir werden dann zählen müssen, wie die Prioritäten verteilt werden. Und wenn wir das befürworten, dann sind wir natürlich auch in der Verantwortung und in der Erfolgskontrolle. Das heißt, in den nächsten 3 bis 5 Jahren, so wie die Projektlaufzeit sein könnte, werden wir auch immer wieder überprüfen müssen, ist der Einsatz effektiv, effizient, Zuschuss pro Besucher, Ziele und Kennziffern aufzustellen und zu hinterfragen, zu beleuchten, das wird unsere Aufgabe sein. Wir stellen uns der Verantwortung, ich habe auch im Vorfeld schon Dr. Anders mitgeteilt, dass wir auch bei der Gründung des möglichen Trägervereins, des Museumsvereins, Mitglied werden sollten, die Stadt Bad Freiwalde. Es gibt zu diesen Positionen bisher nur die Unterstützung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport der Stadtforenversammlung. Weitere Ausschüsse haben sich dazu noch nicht bekannt, weil wir die Position so noch nicht weitergetragen haben, weil wir immer gesagt haben, wir wollen ein wenig weiterkommen hier, Ergebnisse haben im zeitweiligen Ausschuss, aus der Steuerungsgruppe heraus, damit wir auch eine verbindliche Entscheidung der Stadtforenversammlung vorlegen können mit den finanziellen Auswirkungen. Noch ein Punkt zum nächsten Tagesordnungspunkt in Richtung Förderverein. Heute trägt er, glaube ich, für den Förderverein Karl Dietrich vor. Bäckermeister im Ruhestand. Ich habe ihn kennen und schätzen gelernt vor beinahe 18 Jahren. Im Arbeitskreis Stadtentwicklung in der Stadt Bad Freiwalde hat er sich immer aktiv eingebracht. Und das wäre mein Appell heute an den Förderverein, wenn ich mal die Pressemitteilung von gestern nehme. Man sollte nicht versuchen, ein eigenes Konzept dagegen zu setzen. Das führt für meine Begriffe nicht zum Ziel. Ich würde mir wünschen und hoffen, dass Sie sich in dem Prozess, der hier schon eingeleitet wurde, mit dem zeitlichen Ausschuss, mit den Partnern um das Büro für Landschaftskommunikation einbringen. Mit Ihrer Tatkraft, mit Ihrer Erfahrung, meinetwegen auch mit Ihrem Geld, mit Ihren Verbindungen, mit eigenen Projekten, aber innerhalb dieser Zielstellung. Und ich würde es gut finden, wenn wir das Büro für Landschaftskommunikation weiterhin als Auftragnehmer einbinden können. Warum, werden Sie jetzt fragen? Weil das Büro für den Mittelbereich Bad Freiwalde mit Brietzen, Bahn-Oderbruch, Falkenberghöhe und der Stadt Bad Freiwalde die Kulturentwicklung erarbeitet hat für diesen Mittelbereich. Und wir haben schon einen Moderationsprozess, einen Diskussionsprozess durch mit 4 Kulturakteuren, die uns auch so manches Licht wieder geöffnet hat, eine andere Sichtweise manchen Dingen gebracht hat, vor allen Dingen aber die Akteure auch wieder mehr zusammengerückt hat.
und gemerkt haben, wir gemerkt haben, es geht schon besser, wenn wir es gemeinsam machen. Nicht jeder versucht, seine Schiene zu fangen. Ich glaube, das sollte es auch sein. Und alle anderen persönlichen Animositäten hinten anstellen und versuchen gemeinsam die Projektideen, die hier auf dem Tisch liegen, die diskutiert werden, gemeinsam umzusetzen. Dann bin ich mir sicher, dass wir auch nach 5 Jahren eine durchaus verlässliche Struktur haben, die uns in Hoffnung bringt, dass es weitergeführt werden kann. Das wäre es aus meiner Sicht davon. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ja. Vielen Dank, Bürgermeister Lehmann, für die Position der Verwaltung. Mit ja schon so einen leichten Schwenk in die Richtung, dass vielleicht demnächst die Stadtverordnetenversammlung von Bad Freienwalde in die Situation gebracht wird, die Schluss zu fassen. Aber das hängt mit Sicherheit natürlich auch vom heutigen Verlauf der Sitzung ab und von der Sitzung des Kreistages im Zusammenhang mit der möglichen Beschlussfolgerung. Keine Frage, Sie haben es angedeutet. Ja. Ja, meine Damen und Herren Abgeordneten, gibt es Fragen an den Bürgermeister der Stadt Bad Freienwalde hinsichtlich des Anteils der Stadt in diesem Prozess, sowohl jetzt bei der Neuausrichtung als natürlich auch beim perspektivischen Sehen? Das kann ich für den Moment nicht feststellen. Dann nochmal herzlichen Dank, Herr Lehmann. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 4. Vorstellung des Fördervereins Freilichtmuseum Altranft e.V. bei der Mitwirkung zur Neuausrichtung des Freilichtmuseums Altranft. Als Berichterstatter, Herr Karl Wiedrich, Sie haben das Wort. Bitte schön. Danke. Ich möchte für den Blumenstrauß Feuerweiser bedanken. Es ist mir sehr peinlich, weil ich da eigentlich nie groß davon geworben habe und gemacht habe, ja, weil das eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, sich einzubringen. Und das war also auch der Grund, warum ich also hier nach Altranft gekommen bin und ich mich hier also auch bemüht habe, mich hier insofern mit den Gedanken und den Aktivitäten dort wirksam einzubringen. Mein Auftrag ist heute hier und ich gehe also davon nicht ab, auch aus den Beratungen oder zu übersetzen Möglichkeiten, dass ich den Auftrag habe, und das hat sich in unseren Gesprächen, die wir also hier zwischenzeitlich dann gemacht haben, mit den Mitgliedern und auch mit anderen Partnern eindeutig herausgestellt, dass ich zu vertreten habe heute und hier den Bestand des Museums in seiner Gänze, in allem Drum und Dran. Dass wir vielleicht hier von der Äußerung und vom Anschein her eine ganz andere Vorstellung der Entwicklung hier in der Kultur haben, mag sich sicherlich sehr leicht sagen. Wir hatten, wenn ich das von der Erinnerung, ich bin ja erst neu und kann also hier nicht die ganze Entwicklung mit beeinflussen oder nachvollziehen. Seit vergangenem Jahr im September, sage ich mal, hat also begonnen, die Frage der Gestaltung des neuen Konzeptes fürs Museum. Bis zum heutigen Tage sind wir also als Förderverein dazu weder befragt noch irgendwie einbezogen worden. Abgesehen davon, von einer Äußerung, die also hier der Vorsitzende da gesagt hat, dass er nichts sagen kann, weil also der Mitgliederbestand noch nicht befragt wurde. Er hat also diese Forderungen ja aufgemacht und das ist also folgerichtig vorgestern, gestern und heute auch so bestätigt worden. Wir haben nicht die Absicht, ein Gegenkonzept zu dem Konzept anzurichten oder das hier außer Kraft zu setzen. Wir erwarten, dass also nun das, was in der Vergangenheit nicht erfolgt ist und den Förderverein nicht mit einbezogen hat, dass also nun dieser Geisterverein, der ja nicht besteht, dass dieser Geisterverein mit einbezogen wird in der Gestaltung des Konzeptes für das Museum.
Und das heißt, dass wir also auch sprachberechtigt sein müssen und auch vorschlagsberechtigt sein müssen für die Beratung und die Entwicklung eines Konzeptes. Ich gehe davon aus, dass mit allen, mit denen ich gesprochen habe, der Wille zur Erhaltung des Museums und zur Entwicklung des Museums und das nicht bloß hier jetzt bis zum Jahre Ende 2015 oder für den Anlauf 2016. Wir sind der Meinung und wir haben also Vorstellungen, diese Entwicklung bis zum Jahre 2020 weiter zu gestalten durch Aktivitäten und durch bewegliche Einrichtungen oder aber wir sind weiter bis auf 2025 orientiert, diesen Entwicklungsprozess weiter qualifizierend zu entwickeln. Wir gehen davon aus, dass uns dazu ganz bestimmt auch der Auftrag fehlt, der uns von einem gesellschaftlichen Organ, vom Kreistag, bei der Stadtverordneten oder jemand anderem gegeben wird. Wir nehmen uns den Auftrag des Fördervereins als Organ zu Hilfe und auch als Bestätigung, diesen Auftrag durchzuführen und umzusetzen in den Inhalten, wie wir diese dort vorsehen und geplant haben. Wir besitzen die Erfahrung der Arbeit. Wir besitzen die Erfahrung mit den einzelnen Bereichen des Museums und auch mit dem Umgang der Mittel. Und wir sehen auch das Fachpersonal, welches zu der Erledigung der Aufgabenstellungen hier notwendig ist und die das auch erfüllen können. In einer Aussprache mit dem Herrn Fischer haben wir diese Dinge hier beraten, welchen Vorteil hier also nun diese Konzeption hat, die das Museum dort hat. Und er hat uns dort belehrt, dass wir also unabhängig von unserer Entscheidung, ein eigenes Konzept zu erarbeiten, wir dafür keinerlei Adressaten finden, die also nun in unser Konzept einsteigen, es bestätigen oder es finanziell unterstützen. Wir können allein eigenständig ein derartiges Konzept entwickeln, aber es wird von Ihrer Seite aus keine Unterstützung geben oder wir müssten also hier die Anfrage stellen, ob wir dort mitarbeiten können. Da wir bisher nicht gefragt und auch ein Geisterverein sind, muss ich also nun erstmal kommen, dass wir die Entwicklung und die Kraft, die wir in eine eigene Entwicklung und Konzeption für die Zukunft geworfen haben, wir diese erstmal auch bestätigt kriegen. Und diese Bestätigung, Herr Vorsitzender, kann also nur sein, dass ich von Ihnen heute den Auftrag hier halte, im Verein bis zum Ende des Monats dieses Konzept lese und auch verteidigungsfähig vorlege und wir damit also ein zweites Konzept haben. Ich bestehe nicht darauf, dass dieses Konzept also hier nun dort zur Grundlage für künftige weitere Arbeit hat. Aber ich bestehe darauf, dass wir mit diesem Konzept uns in dieses Konzept des Herrn Dr. Anders einbringen, mit unseren Vorstellungen und der Gewissheit, dass wir dem Museum den Bestand in seiner jetzigen Form machen. Ich gehe mit Ihren Vorstellungen des letzten Males als den auch des Bürgermeisters mit, der da sagt, dass also hier eine Reihe von Dingen nicht in Ordnung sind. Und auch der Landrat gesagt hat, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen das Museum also das auserfährt, wenn hier keine Visionen und keine Aktivitäten und keine erkennbaren Verbesserungen erkennbar sind. Ausgehend von dem Gespräch hier mit Herrn Fischer, habe ich gesagt, wir werden also mit den Kollegen des Museums sprechen und Ihnen die neuen Anforderungen, die Sie, der Landtag und auch
der Rat der Stadt an die Mitarbeiter des Museums stellt, ihre Leistungsgrößen anzugeben und ihre Bereitschaft zu erklären, diesen Prozess mit zu unterstützen. Wir haben das heute erfahren, wir haben heute uns die Aussprache dazu gestattet, das auch zu machen und sind also der Meinung, dass wir damit auch eine solche Aussage und solch ein Konzept entwickeln können, weil das Fachpersonal uns in 14 Tagen ihre eigenen Vorschläge zur Entwicklung und zur Überschreitung der Dinge, die sie bisher gemacht haben, vorlegen wird. Und da wird der Bürgermeister werden in der Lage sein, dann auch die Dinge, die sie negativ angeschnitten haben und berechtigt angeschnitten haben, wir dann in der Frage der Erwirtschaftung von Eigenmitteln, Erhöhung der Qualität, zur Sicherung der Attraktivität des Museums, als auch zur Sicherung der Erhöhung der Besucherzahlen erfüllen und ähnliches mehr. Wir sind uns im Plan und wir sind ja gar nicht so weit ab von dem Konzept. Wir gehen davon aus, dass wir das Museum ausstatten zu einem Mittelpunkt, in dem sich das Kulturleben und die Kultureinrichtungen des Territoriums sammeln können, mitwirken und dort arbeiten. Wir haben nur gegen einige Dinge, die ich jetzt nicht kommentieren will und auch nicht muss, die also hier nun uns nicht in der Form genehm sind, weil wir damit die Selbstständigkeit, die Attraktivität und die bildungsmäßige Auftretungsweise des Museums nicht gesichert sehen. Ansonsten haben wir also auch die Vorstellung, dass wir mit unseren Programmen Dinge machen, die wir haben. Und wir sollten uns heute hier verständigen, um mal nur anzudeuten, wie weit wir schon in unseren Gedanken sind. Wir uns überlegen sollten, warum ist das Flurmittelhaus, das in der Mitgliederversammlung oder in unserer ersten gemeinsamen Beratung hier zum Mittelpunkt stand und dem Museum zum Vorwurf gemacht wurde, sich nicht darum zu kümmern, warum wird dieses Mittelflurhaus nicht dem Museum wieder zugeschrieben, um daraus dem Museum die Möglichkeit zu geben, aus einer Aktivität heraus hier nun das wieder der Nutzung zuzuführen. Wir haben dazu einen Vorschlag, dass wir dieses Haus zu einer Wirkungsfläche machen, in dem eine Projektgruppe aus Flüchtlingen dort das Haus erschließen, beschreiben, erarbeiten und mit Fachleuten dann nachher in einem bestimmten Perspektivzeitraum so weit herstellen, dass wir es wieder zuführen. Dazu muss das Mittelflurhaus aber dem Museum wieder zugeschrieben werden. Und so haben wir einige andere Projekte, die also hier auch noch zu machen sind. Wir gehen davon aus, wenn wir nicht gefragt werden, Herr Dr. Anders, und nicht einbezogen werden, einfach, das ist alles Ihr Problem, nicht unseres. Wir haben ein Thema, um also die Regionalität des Museums und die Ausstrahlung darzustellen, auch in dem polnischen Raum. Wir haben ein Thema, und dazu gibt es einen Anarbeitungsstand, der da lautet, die Feldsteig-Backofenstraße zwischen Stettin und Frankfurt-Oder gemeinsam mit polnischen Partnern in Gang zu setzen. Es ist kein Problem, es lässt sich machen. Und wir haben dazu auch die Erweiterung, einen Vorschlag, dass also hier auf dem Museumsgelände, hier neben dem Backhaus da, in diesem freien Raum außerhalb des Gartens, wir wollen ja den Garten gar nicht belegen, dort also Muster von Backöfen aus verschiedenen Jahrhunderten aufgebaut werden, um also die Attraktivität dieser Feldsteinbackofenstraße mit einem zentralen Besichtigungsobjekt Feldsteinbackofen hier auch zu machen. Es würde zu lange dauern, wenn ich nun so aus dem Handgericht die weiteren Dinge, die wir also hier angebracht haben, erläutere. Es geht uns darum,
dass die Erhaltung des Museums, und das haben wir auch zu Herrn Fischer gesagt, lasst uns doch eine gemeinsame Konzeption finden, in der wir auch zum Ausdruck bringen, wer wann was macht und wie also hier die Einheit des Museums ausgedrückt wird. Dann haben wir eine Basis gemeinsam zu arbeiten. Wir können dann auch uns einbringen und können dann auch diese Dinge mitgestalten. Dazu werden wir, und dazu bitte ich als zweite Anlage, dass wir Ihnen zum Ende des Monats dieses Konzept vorlegen, wir Ihnen in der Zwischenzeit eine Einsicht geben und uns Irrtümern nachweisen, sodass diese zu verändern, und sodass wir eine gemeinsame Möglichkeit haben, das dann auch zu machen. Zu den weiteren Dingen, die dort sind oder mit denen wir uns dort beschäftigen, ist, dass wir also hier die Verantwortlichkeiten für die Qualifizierung der Planung, Realisierung des Abrechnungsprozesses der Hauptteile des Freilichtmuseums, die materielle und die imaginäre Kulturgüter unter Berücksichtigung von Sitten, Brauchtum und Tradition, der Erweiterung der gewachsenen Gemeinschaftsarbeit mit dem polnischen Partner ganz über den polnischen Raum verfügen wollen. Damit liegen wir auf der Ebene der Konstitution des Dr. Anders. Also lasst uns hier diese Dinge dort verbinden. Dann haben wir mit dem Museum als einem Zentrum der Region die Möglichkeit, die ganzen kulturellen Einrichtungen, die wir hier haben, auch, wie er das sicherlich auch meint und anbinden will, an das Museum dann machen. Wir sind nur, und das bin ich befugt auch zu erklären, wir sind dagegen, dass wir das Museum zu einem Disco-Treff für FDJler machen, dass wir hier zu einer Tanzgegend kommen oder dass wir das hier zu einem Spielplatz machen für hungrige Leute, die dann hier im besoffenen Zustand auf unserem Ländeparken hier rumlaufen. Das kann alles nicht sein. Und dagegen werde ich im Auftrag des Fördervereins mich verwahren. Und da muss ich den Herrn Lehmann wieder kommen und muss ich sagen, ich habe sicherlich solchen Dickkopf oder zumindest solch einen Standpunkt, dass ich dann diese Dinge auch vertreten werde im nächsten Zeitraum. Und ich bitte Sie, mich dann zu belehren, wenn ich also hier falsch liege. Ich bin kein Engel, ich sehe genauso ein, wenn ich was falsch mache. Aber jetzt bitte ich Sie, diese Dinge hier von unserer Seite aus auch so zu akzeptieren. Danke. Danke. Herr Dietrich, vielleicht bevor wir zur Diskussion kommen zu den von Ihnen vorgetragenen, also Aufgabe des zeitweiligen Ausschusses ist es mit Sicherheit nicht zu belehren. Also ich hoffe, ich bin da d'accord mit allen Mitgliedern des Ausschusses. Diese Funktion sollten wir nicht wahrnehmen und haben auch nie die Absicht. Also die Belehrungsfunktion, die steht uns in der Tat nicht zu. Zweitens, Sie sprachen immer von einem Geisterverein, also mit dem Begriff habe ich jetzt so ein Problem. Ist es ein Verein oder ist es ein Geisterverein? Geisterverein wäre für mich ein Verein, der noch nicht so richtig strukturiert ist. Vielleicht könnten Sie dann noch zwei, drei Worte dazu sagen, was die Struktur dieses Vereines betrifft. Ich nehme einfach jetzt mal Anspruch, zwei, drei Fragen zu stellen. Ja? Sprich mir aus der Seele. Ja? Okay, und dann... natürlich, Herr Dietrich, wenn es denn wirklich kein Geisterverein ist, so wie Sie es mehrfach gesagt haben, sondern in der Tat ein bestehender Verein, es steht mit Sicherheit nicht nur Ihnen, sondern jedem Verein, der sich um die Belange des Freilichtmuseums Sorgen macht und kümmert, frei. Und ich denke, das ist auch nur im Interesse aller Beteiligten, sich einzubringen in die inhaltliche Neuausrichtung des Freilichtmuseums Altrand, und insofern sage ich jetzt für mich, Entschuldigung, wenn ich jetzt so sage hier an die Abgeordneten, sehr gerne würden wir auf Ihr Konzept, wenn Sie ein Konzept vorlegen, Sie haben angeboten bis zum Ende des Monats,
Wir können als Ausschuss und werden es auch nicht tun, nehme ich mal jetzt an, keinen Auftrag erteilen, dass Sie eine Konzeption machen, weil Sie darum gebeten haben. Sie haben gesagt, Sie möchten heute gerne den Auftrag haben. Also ich nehme das für uns als Ausschuss nicht in Anspruch, dass wir Aufträge für die Erstellung von Konzeptionen erteilen. Ich will auch gleich sagen, warum. Weil dieser Auftrag ist nämlich gestellt durch die entsprechenden Institutionen, Kreistag, Kultur GmbH, Kulturstiftung, die Kulturstiftung nicht, Kerstin, aber Land Brandenburg, ans Büro für Landschaftskommunikation. Und da ist ein Auftrag ergangen und an dem Auftrag wird ja auch gearbeitet. Und alle, die sich in den letzten Wochen und Monaten mit dieser Problematik befasst haben und hier Teilnehmer waren, konnten sich ja davon überzeugen, dass hier ein intensiver Denkungs- und Gestaltungsprozess in Gange gekommen ist. Ob Sie dann, weil Sie das auch sagten, und dann höre ich schon auf, und dann, Herr Schütz, bitte. Wir bei der Frau schon gestellt. Ja, sehen Sie es mir nach, ob Sie mit Angestellten des Museums Gespräche führen können oder nicht. Auch das ist nicht Sache des Ausschusses, da ist die Geschäftsführerin der Kultur GmbH. Sie hat darüber zu entscheiden, ob und in welcher Form mit den Angestellten des Freilichtmuseums Gespräche geführt werden. Auch da werden wir uns gefälligst als Ausschuss tunlichst rauszuhalten haben, geht uns alles nichts an. Ich meine, an den Fragen der Kompetenz, ob wir etwas befürworten oder auf den Weg bringen oder auch nicht. Das wollte ich einfach vorweg sagen. Herr Schütz und dann Herr Lehmann. Sie haben eine Frage schon gestellt, weil also die Frage, die sich für mich stellt, ist wirklich hinsichtlich der Vereinsstruktur und seit wann sie besteht. Also ich komme nicht aus Erdramt, ich komme nicht aus Bad Freienwalde. Von daher ist mir der Förderverein nicht so geläufig. Also der Förderverein des Brandenburgischen Freien ist in Erdramt? Nö, war schon. Entschuldigung, vielleicht Herr Lehmann, hallo Oma, und dann haben Sie das. Ich wollte mich eigentlich jetzt schon entschuldigen, weil Sie wissen, am 18. ist Hauptausschusssitzung und ich würde mich gerne auf den Weg machen. Vorher aber nur einen kleinen pragmatischen Vorschlag. Wie man da weiterkommen kann. Es wird zur Gründung des Museumsvereins kommen, nach Lage der Dinge. Und da könnte der Förderverein des Freilichtmuseums Altrampf Mitglied werden, institutionelles Mitglied. Dort wird also ein Vertreter des Vereins gewählt, der ist dann Mitglied für den Vertreter Förderverein im neuen Museumsverein und der kann dann die Vorschläge, Anregungen mitbringen und das neue Gremium wird darüber entscheiden. Und nur so kann es funktionieren. Könnte so sein. Gute Erkenntnisse noch, schönen Abend noch, ich muss leider. Zu verständigen, inwieweit die Gründung des Museumsvereins dann auch zumindest in der Startphase personell von juristischen und natürlichen Versuchen ausgestattet wird. So, bitte. Danke. Also wie gesagt, ich bin ja nur hier nicht jeden Tag im Ausschuss und deswegen kann das also sicherlich passieren, dass ich mal hier meine Schätze verstehe, war das hilfreich da. Welche Aufgaben, also wie soll ich eigentlich im Ausschuss sein? Ich möchte ja es liegt mir nur daran, dass wir zur Kenntnis genommen werden, dass der Verein da ist. Und dass er in der Vergangenheit sehr progressiv, sehr künstlerisch und sehr aktiv für die Region gearbeitet hat. Dass das zur Kenntnis genommen wird. Und wenn Sie sagen, was wir für ein Verein sind, wir sind ein Verein, der juristisch gebildet ist, der hier richtig eingetragen ist, das hat alles seine Berechtigung. Aber wir haben, wenn ich das Konzept dort sehe, keine öffentliche Mitsprache. Und deswegen, habe ich gesagt, sind wir ein Geisterverein, weil wir nicht gefragt werden zu dem Ding. Es ist eine lebenswichtige Grundlage, die hier in der Region entschieden wird. Und wir stehen als Förderverein und damit als Vertreter für den Verein nicht zur Verfügung. Ja, das ist der einzige Grund. Deswegen das. So, dann die Auftragserteilung ist klar, dass Sie mir keinen Auftrag erteilen können. Ja? Es geht mir eigentlich immer wieder nur darum, dass wir gehört werden. Das war das erste Mal, als wir beim ersten Mal gekommen sind. Wir haben
den Antrag gestellt. Und wir haben gesagt, bitte nehmt uns zur Kenntnis, lasst uns unsere Ideen vorteilen. Es muss doch nicht immer richtig sein, was wir sagen. Aber wir wollen gehört werden, wollen einbezogen werden. Erinnert sich noch, wie ich gesagt habe, wir werden demokratisch ausgeschlossen, hier aus dem Willensprozess mitzuwirken. Da waren wir uns doch ja einig, dass das also so nicht richtig war und zu verstehen war, sondern dass es einfach nur darum ging, einbezogen und mitwirken zu können. Und das wollen wir. Das wollen wir unter der Sicht, dass also das Museum in der geschlossenen Form bleibt und aus sich heraus diese Bewegung bringt. Der Bürgermeister verlangt, dass höhere Leistung, größere Aktivität und besseres Verständnis bei der Bevölkerung entsteht. Wenn ich das hier so sehe, jawohl, wenn wir kein Konzept vorlegen oder wir nicht selber auch als Museum nach einem Konzept arbeiten und wir das nicht integrieren können irgendwo, dann muss ich sagen, ist also die Aussage, ja, alternativlos so zu verstehen, dass es also sinnlos ist, dass wir uns hinsetzen und etwas machen. Warum machen wir es? Wir machen das, um mit einem verständigen, ausgearbeiteten Konzept einem Partner gegenüber etwas vorlegen zu können. Eine Diskussion so wischiwaschi, wie wir das also hier hin und wieder oder oftmals erleben, das werde ich nicht machen. Deswegen also hier diese Frage aufzunehmen. Ja, hier nochmal die Sache, ich hatte das erwähnt, dass ich mit Herrn Fischer gesprochen hatte, das war von EBA die Anregung, dass das also hier erfolgt oder nicht erfolgt. Da habe ich gesagt, ich werde mit den Mitgliedern, ich bin als Förderverein rechtlich nicht berechtigt, Gespräche zu machen, das ist mir vollkommen klar. Aber ich bin als Förderverein berechtigt, ja, Sie, wenn ich heute hier erscheine, zu Ihrer Meinung und zu Ihrer Stimmung zu fragen, ob Sie diesen Ideen, dem Museum den Anschub mit zu unterstützen, ob Sie sich dort einbringen und mit welchen aktiven persönlichen Leistungen Sie sich dann auch beteiligen. Und ich habe leider nicht mehr die Möglichkeit gehabt, ja, ich hatte mit der Frau Liebsch hier vor 10 Tagen oder 14 Tagen versucht, ins Konzept zu kommen. Aber ich hatte so viele Dinge zu erledigen, dass ich dazu nicht gekommen bin. Ich hätte mit ihr gerne gesprochen und hätte mit ihr das doch gerne zusammen gemacht. Ja? Aber heute, wo sie dann dazu kam, da hatte das keinen Sinn mehr, weil wir das schon das Programm als solches alles abgearbeitet hatten und damit also keinen Sinn mehr hatte, nochmal von vorne anzufangen. Ich werde mich wieder Frau Lietz dazu nochmal verständigen und wir werden das beide in vernünftiger Form dann auch weiterführen. Aber für heute muss ich sagen, ich kann also hier auch für die Mitarbeiter des Museums sprechen, die mir versichert haben, wenn die Klärung der Finanzen und die Klärung der Zuwendungen, die dort das Museum erhalten muss, dann auch in Zukunft für die geschlossene Einrichtung dort kommt, wie auch immer sich das Geschehen der Konstellation, der Zusammenarbeit, der Einordnung hier entwickelt, dann werden Sie sich hier so einbringen, dass die Zielstellung, die ich mir da vorgestellt habe und die wir Ihnen da vermittelt haben, dann voll erfüllt werden. Und das dient der Region, und das dient der Stadt, das sieht dem Museum. Dankeschön. Danke, Herr Dietrich. Bevor Dr. Hemm und dann Herr Lars Fischer das Wort hat, eine Bemerkung müssen Sie mir einfach gestatten. Herr Dietrich, ich weise einfach für den Ausschuss und für mich persönlich von mir zu sagen, wir haben hier Wischiwaschi-Beratungen durchgeführt, die haben Sie so gesagt und finde ich einfach der Situation und der Ernsthaftigkeit der Thematik, mit der wir uns hier zu beschäftigen haben. Und ich behaupte einfach, zumindest aus meiner Sicht, wir haben hier in den letzten Wochen, wenn ich wir sage, meine ich sehr, sehr viele, die hier mit am Tisch sitzen, sehr intensiv und vor allen Dingen konstruktiv und immer in eine Richtung gerichtet, nämlich, wie geht es weiter mit dem Freilichtmuseum Alt-Ramf? Ich erinnere an die Vorstellung, die Herr Kenneth Anders vor wenigen Minuten hier
an die Tafel geworfen hat. Insofern, glaube ich, haben Sie sich in Ihrer Wortwahl, Wischi-Waschi-Beratung, vielleicht doch etwas vergriffen. Und das kann ich einfach so nicht stehen lassen. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, wenn wir der Auffassung sind, wir haben hier Wischi-Waschi gemacht. Denn hätten wir nämlich als Ausschuss unser Ziel verfehlt und sollten schnellstens den Antrag an den Kreistag stellen. Wir sind nicht mehr in der Lage, hier weiter zu beraten. Also muss ich mit aller Entschiedenheit zurückweisen, solche Beratungen haben nicht stattgefunden. So, Dr. Hemm und dann Herr Lars Fischer. Also ich will es kurz machen. Vor etwa 4 Wochen waren wir in die Folgenwahlversammlung. Das war der Verein, ich war dabei. Es ist ausdrücklich kein Auftrag der Vollversammlung an den Vorstand ergangen, so hier aufzutreten. Sondern die Tagesordnung, die kurzfristig geändert werden sollte, ist bei der alten Tagesordnung und bei der normalen Wahlversammlung geblieben. Das zum einen. Zum anderen haben wir im Oktober, als Not am größten war, als Traditionsverein eingeladen. Es war auch Frau Meier als Geschäftsführerin des Fördervereins dabei und hatte alle Möglichkeiten, sich einzubringen. Frau Liebsch war auch da. Und wir haben dann als Traditionsverein gesagt, Förderverein, wir wollen gerne partnerschaftlich mit euch zusammenarbeiten. Kommt zu uns. Es kam Herr Dietrich und Frau Meier, wir haben ihn vorgeschlagen, am besten wäre vielleicht, wir arbeiten direkt zusammen in einem gemeinsamen Verein, egal wie wir ihn dann nennen. Wir wollen dazu einen Vorstandsbeschluss fassen und es wurde uns entgegengehalten, dass es ja schwierig ist, weil der Förderverein einiges Einkommen hat und wir wollten rechtliche Dinge prüfen, sind aber nicht weiter auf uns eingegangen. So weit zu dem Thema, man kann nicht zusammenarbeiten und es gibt in diesem Förderverein also auch eine ganze Reihe als Ramster, die da mitspielt sind, die gesagt, mir hat keiner gesagt und auch zu mir als Vereinsmitglied des Fördervereins und ich bin von Anfang an dabei, ist keiner gekommen und hat gesagt, wir wollen jetzt hier ganz was Neues machen. Und ich finde das gut, was Sie sagen, zum Beispiel die Attraktion für das Freilichtmuseum zu erweitern durch die Steinmark-Obenstraße, das wird sicherlich in alle Konzeptionen passen, aber so möchte ich das nicht stehen lassen, als ob Sie von der Vollversammlung des Fördervereins einen Auftrag haben, hier dementsprechend aufzutreten. Danke, Hanno Hemm. Herr Lars Fischer. Ja, ich kann es auch sehr kurz machen. Die Mitglieder des Ausschusses letztes Mal, wenn sie zu dabei waren, haben wir sozusagen mitbekommen, aus welchen Situationen heraus es ein Gespräch zu dem damaligen Zeitpunkt mit dem Förderverein nicht gegeben hat. Zwischenzeitlich hat ein Gespräch stattgefunden. Das Protokoll sozusagen liegt Frau Dietrich und Herrn Dietrich und Frau Meier vor. Es gab auch noch keine Antwort von Ihrer Seite auf das Protokoll hinsichtlich Einwendungen, ob das alles angemessen richtig wiedergegeben worden ist. Und selbst in diesem Protokoll sozusagen ist das Angebot, was ich in dem Gespräch gemacht habe, für unsere Arbeitsweise sozusagen explizit ausgeführt, dass es eine inhaltliche Zusammenarbeit auf der Projektebene auch mit den Fördervereine zukünftig geben kann, geben sollte. Der Unterschied besteht einfach darin, dass wir einen Auftrag haben, ein Konzept auf einer konzeptuellen Ebene zu erarbeiten. Und da haben wir das Mandat, das können wir nicht teilen und delegieren. Aber die inhaltliche Zusammenarbeit steht dem Förderverein des Museums, des Freilichtmuseums Antrag, genauso offen wie allen anderen kulturellen Akteuren, die in dem Zusammenhang des Museums tätig sein wollen. Und von daher wundert mich sozusagen ein bisschen die Vehemenz auch. Danke, Herr Fischer. Jutta Liske. Ja, vielleicht spreche ich, glaube, da im Namen aller Ausschussmitglieder zu sprechen, dass wir eine Einladung aussprechen an alle, die sich einbringen wollen in die Zukunft des Freilichtmuseums, egal ob es weiterhin so heißen wird oder nicht, also in die Zukunft dieser Städte hier vor Ort tätig zu werden, mit ihren Gedanken und Ideen sich einzubringen und Mitglied zu werden in dem neu zu gründenden Verein, in dem neu zu gründenden Trägerverein, sich da mit einzubringen in den demokratischen Bildung oder Abstimmungsprozessen zu den Inhalten, denn wir sind ja, was Inhalte betrifft, doch noch am Anfang. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir
den Transformationsprozess tatsächlich auch wollen. Nicht, dass wir auf bestimmte Standpunkte beharren und sagen, nur so kann es sein. Das wird uns wahrscheinlich dann schwerfallen, mehrere Partner zusammenzuführen. Also ich lade alle und auch den Förderverein recht herzlich ein, sich mit seinen Gedanken, Ideen und auch mit materiellen Dingen einzubringen, weil wir brauchen nicht nur Ideen, sondern wir brauchen auch jeden Euro und wir brauchen gute Projekte, wo man Drittmittel dann einwerben kann, um die entsprechend umzusetzen und die nächsten 5 Jahre erfolgreich zu gestalten und nach Möglichkeit auch darüber hinaus das zu machen und dass man da immer wieder sich selbst hinterfragen muss und auch gucken muss, wie erfolgreich sind wir denn mit dem, was wir jetzt da gerade tun. Das gehört, glaube ich, mit dazu. Das macht jeder Unternehmer mit seinem Alter und so ein Stück weit müssen wir uns auch so verstehen, auch wenn Kultur vielleicht unternehmerisch nicht immer richtig zu denken ist und Traditionspflege auch nicht immer. Deswegen gibt es ja dafür auch ein paar öffentliche Zuschüsse, sagen wir. Insofern muss man aber trotzdem, glaube ich, gewillt sein, und das vielleicht in dem Prozess, also ich habe es jedenfalls so verstanden, dass alle öffentlich dazu eingeladen waren, sich einzubringen. Und es auch wahrscheinlich gar keine Einladung geben kann, wo man die Vollständigkeit erreichen kann, sondern da sind alle gefragt, sich auch wirklich zu melden und zu sagen, ich bin auch noch hier. Also ich finde es wichtig, dass wir das ausrollen miteinander. Also ist jeder eingeladen, dabei zu sein und sich aktiv einzubringen. Wir können jeden wir brauchen und insofern wäre mir gut, wenn wir Verstimmung, die es gegeben hat, vielleicht heute beerdigen können und dann ein Stück weit nach vorne schauen und mal überlegen, wie es mit dem vorgeschlagenen Museumsträgerverein dann gehen kann und ob sie sich vorstellen können, das in ihren Verein zu tragen und zu sagen, okay, wir wollen damit wirken, ein Stück weit. Also es wäre ja schade, wenn der Förderverein sich dann da düpiert fühlt. Also, fände ich jedenfalls nicht sehr schön. Vielen Dank, Jutta Liske. Sie haben völlig recht. Dennoch erinnere ich an unsere erste Sitzung. Genau in dieser ersten Sitzung haben wir diese Einladung gegen ausgesprochen. Die Invitationen, von denen gesprochen wurde, die waren eigentlich keine Irritationen. Die rührten einfach daher, dass es eine Geschäftsordnung gibt beim Kreistag. Auch für die Ausschusssitzung und in dieser Geschäftsordnung ist geregelt, wie Diskussionen in so einem Ausschuss geführt werden und wie eine Tagesordnung auszusehen hat und wie sie umgesetzt wird. Und insofern glaube ich, auch wenn Herr Dietrich das etwas anders gesehen hat, das war die zweite Ausschusssitzung, als es dazu kam, ich denke, wir haben das sofort geklärt und haben gesagt, Sie und Sie waren heute im Ausschuss. Also insofern sind diese Invitationen, zumindest was das Organisatorische betrifft und die demokratische Mitwirkung, denke ich, geklärt. Ich kann es nur noch mal wiederholen und wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann könnten wir es damit vielleicht an diesem Tagesordnungspunkt bewenden lassen. Herr Fetzler noch und dennoch will ich es gleich an der Stelle sagen. Gerne, Herr Dietrich, können Sie mir bis zum Ende des Monats die Konzeption des Förderverein Museum beim Schloss Agramf übergeben, um dann mit dem beauftragten Büro, und dieses Büro ist dazu beauftragt, das Büro für Landschaftskommunikation, die Konzeption zu übergeben. Und dann wird einfach inhaltlich geschaut und es wird auch mit Sicherheit abgewägt werden. Es wird also nicht so sein, so erging es allen, die hier im Raum sitzen, alle Vorstellungen, die jeder Einzelne hatte. Die finden sich dann eben nicht eins zu eins deckungsgleich in einer eventuellen Entfassung wieder. Also auch mit der Situation sollten Sie jetzt schon vorausschauend leben können. Okay, dann können wir es so machen. Herr Fetzer. Sie haben jetzt ein Wort als Mitglied des Fördervereins, weil das gehört zu den Tagesordnungspunkten, nicht als Herr Fetzer. Ja, okay, ganz klar. Nochmal zu der Invitation eben über den Beratungsstil. Ja. Da vielleicht ein oder zwei Sätze dazu. Ich glaube, nachdem wie wir im Verein auch die Sache diskutieren, daran anschließen zu können, es fehlt uns noch so ein bisschen der rote Faden. Ja.
Und Sie haben das ja vorhin auch angedeutet, naja, das ändert sich noch ständig, das, da ist noch ganz viel im Fluss. Und wenn ich da heute was rausgehe, dass es in 14 Tagen schon wieder von aktuellen Entwicklungen überholt, was uns als Förderverein an den gegenwärtigen Fortgang des Prozesses noch fehlt, das ist so eine etwas klarere Positionierung und Strukturierung, in welche Richtung geht der Zug denn eigentlich. Ja, und wir haben als für heute angekündigt, dass wir einen Konzeptvorschlag machen wollen. Das heißt, von unserer Sicht aus, das hat der Kollege Dietrich ja beschrieben, wir wollen das Museum als Ganzes, als geschlossene, selbstständig agierende kulturelle Einrichtung fortführen und entwickeln. Ich glaube, das ist eben, wo wir sagen, das ist ganz, ganz klar und einsichtig nach den national und international anerkannten Standards der Fachorganisationen auch. Museum ist kein geschützter Begriff, man kann alles mögliche Museum nennen, aber es gibt von Dachverbänden sowohl in der Bundesrepublik als auch international schon Standards, wie man sich ein Museum vorzustellen hat. Was ist ein Museum? Was macht ein Museum aus? Ja? Und da sagen wir als Förderverein des Museums, dessen alleiniger Zweck ist, das Museum voranzubringen, wir wollen das Museum als Ganzes kompakt erhalten und alles, was nachher auf zivilgesellschaftlicher Ebene passiert, das ist sozusagen der Bereich, in dem ganz viel Platz ist. Da kann über Jahre in Perspektivzeitraum ganz viel wachsen. Ja? Aber wichtig ist für uns, das Museum vom Museum aufzudenken und nicht von da könnte man alles machen und wie könnten wir da das Museum platzieren und was müssen wir da verändern, wie könnten wir den Laden umbauen, sondern zunächst einmal vom Museum aus denken. Ja, und das ist mit dieser, da habe ich vorhin auch sehr die Ohren gespitzt, als Sie die Hausnummer genannt haben, gut, da hat man mal einfach mal eine Größe, mit der man kalkulieren kann, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt ein Konzept detailliere, dann kann ich das daraufhin auch abstellen und in die Richtung soll es gehen. Ja. Und ich sehe das, was wir machen und machen wollen, gar nicht als Gegensteuer oder Gegenkonzept oder so, sondern ich sehe es komplementär. Ja. Wir als Förderverein Freilichtmuseum mit dem einzigen Zweck, das Museum zu unterstützen und voranzubringen. Wir wollen halt für die Museumsseite speziell sprechen und es als Kultureinrichtung so weiterführen. Ja? Da gehen wir ja konform. Ja, Kultureinrichtung weiterführen. Ich kann nur noch mal meine Bitte wiederholen. Sie haben es ja eben schon gesagt. Dieses Konzept, wo all die Dinge, die Sie eben genannt haben, nicht all die Dinge, Sie haben sie ja nur kurz angerissen, als Konzept, als Konzeption mir übergeben werden und dann können wir jedenfalls auf einer Basis, die sich aus der Konzeption ableiten lässt, gemeinsam weitere Dinge besprechen und schauen, wo in welcher Form inhaltliche organisatorische Mitwirkung möglich ist. Dazu jetzt noch weitere Fragen. Kann bitte Kerstin Nitsch. Ich möchte jetzt noch was sagen. Ich habe lange überlegt, ob das ist der Widerspruch an sich. Herr Bürgermeister Lehmann hat aus von der Kulturstiftung des Bundes die Studie von Haben und Brauchen zitiert. Herr Schätzer, und das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist genau das Gegenteil. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Weil wir wollen uns in einen Transformationsprozess begeben. Und ich glaube, fast alle, die hier in diesem Raum anwesend sind, wissen, dass ich seit Jahren dieses Museum, dass es mein Lieblingsmuseum ist und dass ich bis zum Schluss für dieses Museum kämpfe und für seine Inhalte und auch für die Menschen, die hier arbeiten und dass ich ihnen zugewandt war und jede Unterstützung gegeben habe. Aber ich habe die Millionen im Lotto nicht gewonnen. Und nur mit denen kann man wirklich ein funktionierendes Freilichtmuseum mit all den Dingen, wie wir sie in Kiekeberg haben oder woanders haben, wirklich aufbauen, durchführen.
Und wir leben hier in einer Region, die ich auch persönlich sehr liebgewonnen habe. Ich bin nämlich eine Zugewanderte, wie viele andere auch. Und ich finde schon, dass quasi die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren hier gemacht haben im Oderbruch, diesen Transformationsprozess auch verdient. Und wir werden uns in die Zukunft entwickeln müssen. Und wir wollen das auch. Und da ist für mich einfach der totale inhaltliche Widerspruch. Und das wollte ich jetzt doch, sei mir gestattet, das einfach anzumerken. Dankeschön. Danke der Geschäftsführerin der Kultur GmbH, Michael Koda, dann Frau Kerstin Liebstedt. Bitte. Ganz kurz noch. Na dann nochmal, Dr. Hensch. Wenn wir mit dem Satz zum Landrat kommen und sagen, wir als Ausschuss haben übernommen, das Museum soll genauso, wie es ist, weitergeführt werden. Sagt der Landrat, Dankeschön, dafür geht keine Hand hoch, das weitergeführt wird. Denn das ist ja die Grundlage des Beschlusses gewesen, dass hier die Schlösser dicht gemacht werden. Wir sind also gezwungen, einen Weg zu gehen, der uns nach vorne weist und bei angemessener Veränderung das Fortbestehen einer vitalen Museumseinrichtung gewährleistet. Danke, Hanno Wendt. Wenn es jetzt zu den Tagesordnungspunkt 4 keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann... Ein Wort sagen. Ja, bitte. Ja, ich habe das alles hier vernommen und habe das also gehört. Ich bin kein streitbarer Mensch, der also nun hier mit dir weiter Konfrontation zu nehmen. Ich habe vernommen, dass wir Ihnen unser Konzept und damit auch Gesprächspartner, mit denen wir eingehen, das Konzept vorlegen. Und ich gehe davon aus, wir sollten uns davor bewahren, wie Frau Nitz gesagt hat, nur im Vorfeld bestimmte Dokumente, die vorgelegt werden, hier nur in alle möglichen Streitereien also hier als Sanktumangst auftreten zu lassen, sondern lasst uns das Konzept erarbeiten, und dann wissen wir, was wir machen. Und dann können wir uns zu den Fragen, die also Ausgangspunkt waren, zur Erarbeitung der Konzeption, dann verständigen, wie das eingeholt wird. Ich hatte es ja Herrn Fischer gesagt, wenn er ehrlich ist, wird er das zugeben. Es geht doch nicht um den festen Begriff. Wir müssen also unbedingt ja, den Bestand des Museums jetzt als solches machen. Es gibt da auch andere Möglichkeiten und Formen, wo man sagen kann, das ist der Bestand des Museums, aber Inhalte werden so oder so gestaltet. Und das bitte ich zu berücksichtigen. Ich entschuldige mich vorhin für den Wischiwaschi. Das war im anderen Zusammenhang hier rein, aber ich habe das nicht weiter ausgeführt. Und das ist ja. Okay, wird angenommen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5, Informationen. Bevor Sie Ihre Informationen loswerden, lassen Sie mich bitte eine Information im Ausschuss und der Öffentlichkeit mitteilen. In der Steuerungsgruppe, ich hatte vorhin schon gesagt, ist ja vertreten die Kulturstiftung des Bundes. Und jetzt muss ich einfach mal fragen, der Herr rechts neben Ihnen. Ich war etwas unsicher. Sowohl das Kulturministerium als auch die Kulturstiftung des Bundes hat, nachdem Sie die Möglichkeit hatten, neben dem, was Gewalt und Mitglieder einer Störungsgruppe dort gesagt haben, nachdem Sie die Möglichkeit hatten, die Konzeption vom Gro her, so wie sie heute von Herrn Dr. Kenneth anders vorgestellt worden ist, sich anschauen konnten und auch in den letzten Wochen hat es ja sehr viele intensive Gespräche, Kontakte gegeben, haben mich auch legitimiert, heute dem Ausschuss mitzuteilen, dass sowohl von der Kulturstiftung des Bundes als auch vom Kulturministerium dieser konzeptionelle Ansatz vollinhaltlich so mitgetragen wird. Ich glaube, das ist eine wichtige Kernaussage und es ist mir einfach ein freudiges Bedürfnis, dass sowohl den Ausschussmitgliedern als auch allen Anwesenden, denen ich allen unterstütze, dass sie sich um das Freilichtmuseum Alt-Ranf Gedanken machen und Sorgen machen, dass ich das heute hier so sagen kann. Ich habe es jetzt einfach gemacht, weil ich auch in der Störungsgruppe bin. Herr Nohem war da und Herr Neumann war da und Kerstin Liebsch war da. Sie hätten es alle machen können, aber wir haben uns so verständigt in der Störungsgruppe, dass ich das tue und das tue ich hiermit gerne. Diese Information wollte ich loswerden. So, dann als Information, ja, des Weiteren im Umgang mit der Vorbereitung der
der Vorlage. Dazu haben wir noch die Gelegenheit im Anschluss, uns im internen Teil zu verständigen, weil hier so ein paar Zeitabläufe zu besprechen sind. Da wirklich sind dann bitte noch, wir haben ja eigentlich bei diesem Teil das dann noch zu tun. Gibt es weitere Informationen seitens der Gäste, der Vereine und so weiter? Ja, bitte. Ja, wenn mir gestattet ist, ein paar Anmerkungen. Also ich bin ja sehr jung im Kreistag. Das ist alles relativ spannend, ja erst seit in die Politik gekommen im Mai. Und eine der ersten Geschichten war ja diese alte Amtsgeschichte. Und das nochmal zur Sagen, die Abstimmung im Kreisausschuss, im Bildungsausschuss, den ich damals noch angehört habe, waren sehr knapp. Das heißt, am Ende habe ich gesagt, deine Stimme hätte ich mich so entschieden oder so entschieden. Da ging es ja wirklich um die knallharte Abwicklung und so weiter. Also es war schon irgendwo ein Erfolg, dass es dann eigentlich, das muss man mal sagen, also dass die Kreistagsabgeordneten gesagt haben, also wir wollen das doch hier am Leben halten. Also ich vertrete 12.000 Wähler, die uns gewählt haben, das ist ja auch eine ganze Menge, aus dem Spektrumbereich. Und jetzt will ich ein paar kritische Anmerkungen machen. Ich habe also eine Dame dabei gehabt, die also auch Nachrückerin ist im Landtag, wenn dort einer aussteigt. Die kannten das alle. Das heißt, die hat sich dann ins Auto gesetzt und hat gesagt, jetzt gucke ich mir das mal an. Ich wohne seit 1974 in Märkisch Oderland, 94 haben wir Friedersdorf gebaut und ich denke mal, dass ich recht interessierter Mensch bin. Ich habe irgendwie, glaube ich, mal das gehört, dass es da irgendwie sowas gibt in einem Land. Erste kritische Anmerkung, auch die Fragestellung. Wir sprechen hier über die Konzeption dieser Geschichte. Die zweite Geschichte ist, wie mache ich denn das also auch im speckerten Bereich bekannt? Ist auch das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Die ganzen Tourismus, Jürgen, da weiß ja, dass ich auch bei Sportevents sehr aktiv bin. So dieses Klein-Klein, jeder macht hier seins, eben zusammen. Und lassen Sie mich eins noch anmerken, ich komme gerade von einer Amerika-Tour, da waren 20 Leute aus Märkisch-Oderland mit, auch Leute aus Neutrebin und so weiter. Die Amerikaner haben uns in solche Museen gefahren. Und da laufen Schulklassen, aber der Reihe nach hin. Man sagt, die Amerikaner können, warum können wir das nicht? Unsere Geschichte. Also Jutta, das wäre auch so eine Anregung. Ich habe ja mal irgendwie, ob es stimmt, dass also auch die Schülerzahlen hier zurückgegangen sind. Das heißt also, dass das Bildungsministerium hier auch vielleicht was macht, dass man in die Richtung auch was macht. Dass man unseren Jugendlichen mal vermittelt, wie war das? Und das ist das, was mir meine Wähler auch gesagt haben, Mensch, das ist doch was, wo unsere jungen Menschen damals sehen wollen. Das ist nochmal so ein kleiner Impuls, auch dahingehend zu denken. Und das ist schon so, Jutta, wie du sagst, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das bleibt am Tropf, da muss man sagen, okay, das ist uns so wichtig, das wird staatlich gefördert. Oder wir suchen wirklich, wir müssen auf die Marketing-Schiene. Da bin ich gerne bereit, auch meine Ideen mit einzubringen. Danke, Herr Dreger. Sagen Sie Ihren Wählern, wir sitzen genau deswegen hier zusammen. Um zu erreichen, dass er besser wird. Oder besser als schon wieder ganz schlecht gewesen. Ist aber eine Chance. Das ist anders. Das ist doch eine Chance. Wenn Sie sagen, noch ist spektakulärer Bereich, da ziehen täglich Berliner Leute rein. Die freuen sich, wenn die mal hier am Wochenende hinfahren können oder in der Woche, weiß der gar nicht. Ja. Okay, danke. Weitere Informationen?